Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, alle Fraktionen hier betonen immer wieder die wichtige Funktion von Betriebsräten. Wir haben es gerade gehört, Kollege Rützel. In der Beschlussempfehlung spricht die Union von einem Standortvorteil der deutschen Wirtschaft und es sei auch grundsätzlich sinnvoll, Betriebsräte zu stärken. Der Kollege Paschke von der SPD hat bei der ersten Lesung sogar analog zu unserem Antrag gesagt, ja, mehr Betriebsrätinnen und Betriebsräte braucht das Land. Hört sich alles gut an, aber ich kann diese Sonntagsreden einfach nicht mehr hören. Das Motto, gut, dass wir mal darüber geredet haben, ist zu wenig. Was fehlt, ist konkretes Handeln. Die Fakten sind doch wirklich bekannt. Die weißen Flecken bei der Mitbestimmung sind groß. Die Arbeit von Betriebsräten und bei Betriebsratswahlen werden behindert. Kollege Oellers, darum geht es. Die Mitbestimmung wird sogar in Teilen der Wirtschaft wie in den USA systematisch bekämpft. Es besteht also Handlungsbedarf, denn dieser Trend muss gestoppt werden. Und drei Problemfelder sind mir ein besonderes Anliegen. Erstens, die schwierigste Phase ist ja, wenn sich die Beschäftigten auf den Weg machen, um einen Betriebsrat zu gründen. Sie sind dann besonders von Benachteiligungen und auch Kündigungen bedroht. Und deshalb wollen wir, dass diese aktiven Beschäftigten auch einen besonderen Schutz bekommen. Wenn Arbeitgeber Betriebsräte verhindern wollen, dann müssen wir ganz eindeutig auf der Seite der Beschäftigten stehen. Zweitens. In Betrieben mit einem hohen Anteil an Befristung ist eine kontinuierliche Betriebsratsarbeit extrem schwierig. Aber gerade dort ist ein gut aufgestellter Betriebsrat bitter nötig. Und deshalb wollen wir, dass eben auch befristet angestellte Betriebsräte einen Schutz erhalten, eben analog § 78a Betriebsverfassungsgesetz. Herr Oellers, und wenn das bei Auszubildenden funktioniert, dann geht das auch bei Befristungen, denn die Betriebsarbeit lebt von Kontinuität. Und drittens, wir hören immer wieder von Kündigungen, von Abmahnungen, Schikanen und Drohungen, wenn Betriebsräte eben in Betrieben nicht erwünscht sind. Und das sind alle Straftaten nach dem § 119 Betriebsverfassungsgesetz. Und doch haben diese Arbeitgeber in der Regel nichts zu befürchten. Da läuft etwas gewaltig schief. Dagegen muss etwas getan werden. Es darf keine rechtsfreien Räume geben, denn die Mitbestimmung ist gelebte Demokratie. Und das sollten Sie endlich ernst nehmen. Sehr geehrte Regierungsfraktionen, die großen Herausforderungen, Globalisierung und jetzt auch Digitalisierung, das schaffen die Unternehmen nur gemeinsam mit engagierten Belegschaften. Und die Mitbestimmung schafft dafür die Voraussetzung, denn nur so entsteht Augenhöhe zwischen den Beschäftigten und den Arbeitgebern. Die Vorteile der betrieblichen Mitbestimmung sind bekannt und doch wird diese Akzeptanz brüchig. Und deshalb brauchen die Beschäftigten Unterstützung. Sie brauchen auch Rückendeckung, damit sie sich auch zukünftig engagieren und dass sie sich auch trauen, einen neuen Betriebsrat zu gründen, vor allem wenn die Arbeitgeber eben die Mitbestimmung verhindern wollen. Notwendig ist ein klares Bekenntnis, dass Betriebsräte erwünscht sind. Und deshalb muss die Mitbestimmung gestärkt werden. Und dazu werden ja heute zwei Anträge abgestimmt. Der Antrag der Linken, das ist bekannt, geht uns an manchen Stellen zu weit und deshalb werden wir uns enthalten. Aber wir Grünen haben bewusst moderate und umsetzbare Vorschläge vorgelegt. Es ist zwar nachvollziehbar, dass Sie die Regierungsfraktion in einen grünen Antrag ablehnen, das ist schon klar, aber Sie hatten seit der ersten Lesung fast zwei Jahre Zeit, selber etwas auf den Tisch zu legen. Bis heute ist da nichts passiert und verweisen Sie in diesem Zusammenhang auch nicht immer nur auf den Koalitionsvertrag, denn dort steht ganz klar, ich zitiere, die Mitbestimmung ist ein hohes Gut und dann können Sie doch auch ganz spontan gemeinsam die Mitbestimmung stärken. Gute Ideen liegen ja jetzt auf dem Tisch. Gerade in der heutigen Zeit müssen
Gerade in der heutigen Zeit müssen die Beschäftigten beteiligt werden, wenn sie sich einmischen und mitreden können, wenn sie ihre Arbeitswelt aktiv mitgestalten können, wenn ihre Anliegen gehört werden und wenn sie sich gut vertreten fühlen durch Betriebsräte, dann entsteht auch ein Gefühl von Wertschätzung und das stärkt auch den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Notwendig ist nicht weniger, sondern mehr Demokratie, und das gilt auch für die Arbeitswelt. Machen Sie sich endlich auf den Weg. Vielen Dank. Einen kleinen Augenblick bitte, weil ich das Ergebnis der Abstimmung der